Willkommen zurück zu Banjo-Tooie! Okay, wir gehen mal aus diesem Magen raus, weil hier ist es nicht schön und deswegen... Wir sind immer noch in der Steinzeitwelt. Und wie viel haben wir eigentlich gelöst? Etwa die Hälfte? Schwer zu sagen. Und jetzt spuck uns wieder aus. Dem haben wir mit seinem Magenproblem geholfen. Ansonsten gibt es in dieser Höhle nicht mehr viel, ne? Das Ei haben wir ausgebrütet. Die Cheeto-Seite haben wir. Dem sein Puzzlo haben wir. Trennplatten. Umsonst. Ich müsste mal gucken, wo der Bahnhof ist. Und generell. Na gut, das finden wir schon noch raus. Wir müssen auch noch einige andere Welten betreten. Da haben wir übrigens noch ein Ei. Das werden wir... Ja gut, das Ei läuft uns ja nicht weg. In der Ugel-Bugel-Höhle ist noch ein Ei, ja, aber... Ja doch, da gehen wir dann mal gucken. Ich will aber erstmal irgendwie zum Bahnhof. Ich muss mal gucken, hier irgendwo... Das da? War das der Bahnhof? Werden wir mal gucken. Ich schätze eigentlich schon. Ich wüsste nicht, wo er sonst sein könnte. Ganz genau. Ganz genau. Da haben wir nämlich noch so ein... Du bist ein Minjo, oder? Der hat sich nicht bewegt, ne? Habt ihr das gesehen? Ich hab gedacht, das ist echt ein... normaler Jinjo. Hier haben wir übrigens den letzten... Felsenstammangehörigen. Ey, das zählt. okay. Wie machen wir das denn? Machen wir es so. Und damit haben wir alle besiegt, den ganzen Stamm. Okay, ich habe schon eine Sekunde lang gedacht. Ich habe eine Idee. Aber dazu kommen wir gleich. Ich habe eine Sekunde lang eben gedacht, der würde nicht... Na, ihr wisst schon, was ich meine. Der würde nicht... Ich könnte nicht rüberspringen zum Puzzleteil. Das wäre natürlich unpraktisch gewesen. Hätten wir einen anderen zuletzt besiegen müssen. Was haben wir hier noch? Wir gehen erstmal... Das machen wir jetzt. Gehen wir zu dieser... ist kein Stegosaurus. Stegosaurus sind, glaube ich, die ganze Zeit hier rum... jumpen, oder? Styracosaurus. Na, egal. Ist mir egal, wie sie heißen. Wir machen erstmal die Steine kaputt. Da haben wir eine Sprungplatte. Nee. Und was haben wir hier? War irgendwas Tolles, ne? War da ein Ei? Eins von diesen Eiern? Eine Mumbo-Platte? Ach ja. Hören wir uns erstmal an, was es hier zu tun gibt. Geh weg, lass Scrotty in Ruhe. Nun, wenn ihr so eure Besuche begrüßt. Warum bist du so traurig? Meine Familie geht es nicht sehr gut. Das hast du davon, Banjo. Gleich wird sie uns erzählen, was wir wieder in Ordnung bringen müssen. Siehst du meinen Ältesten, Scrat? Er ist sehr krank und braucht dringend einen Arzt. Was für ein Arzt? Keine Ahnung. Bring mir einfach irgendeinen Arzt. Da soll ein verrückter Schamane auf der hohen Klippe leben. Vielleicht kann der helfen. Unser Scrat ging eines Tages spazieren und kam so klein zurück. Für einen normalen Dinosaurier ist er viel zu winzig. Scrat ist verschwunden. Sie nahm mir etwas Geld aus der Tasche und rannte dann zum Bahnhof. So viele Probleme. Was habe ich dir gesagt? Banjo. Mal sehen, was wir tun können. Großartig. Gut zu wissen, dass nicht jeder in diesem Spiel böse ist. Ach komm, ja nur wir sind gutartig. Ach so, jetzt zeige ich euch das Problem hier. Wir kommen nicht hoch genug. Da hilft diese Trennplatte perfekt aus. Ka-ching. Ja, Bombe. Bombenmäßig, oh Gott. Ja gut, so ein kleiner Sturz ist doch vielleicht für die Gesundheit manchmal gar nicht so schlimm. Wie helfen wir denen? Gott, das ist kompliziert, ne? Okay, auf der hohen Klippe. Einen müssen wir zur hohen Klippe bringen. Einen müssen wir vergrößern.
Und der letzte war ja im Hex-Hex-Park gefangen, ne? So, dann würde ich sagen, jetzt auf zum Bahnhof. Wir werden ein bisschen Bahn fahren. Wir haben keine große Wahl. Wir werden das tun. Wir rufen jetzt erstmal den Zug. Und da hockt ja Scrat drin, oder Scrat. Chef, ich knüpfe die Attraktion im Hex-Hex-Park. Möchtest du von Chef abgeholt werden? Ja. Komm her, mein Guter. Der Zug. Ja, der wird noch öfter benutzt. Ja. Jetzt frage ich mich allerdings, ob der andere dann auch schon einsteigt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, wie man das macht. Oh Gott, ja. Aber der hier wird wieder zu deiner Mami rennen. Ist ja eine Sie. Sie nahm etwas Geld mit. Na toll. Hoffentlich ist Mami nicht allzu böse auf mich. Am Minjo vorbei und dann... Okay. Hey, komm, renn nach Hause. Nummer 1 von 3 hätten wir jetzt geholfen. Na toll. Danke, dass du die Ausreißerin gefunden hast. Zur Strafe muss sie einen Monat lang unsere Höhle sauber machen. Nur einen Monat? Rest des Lebens. Das ist ein gutes Argument. Oje. Meine erzieherischen Methoden. Na gut. Dann müssen wir einen oder eine zur hohen Klippe bringen. Na, das wird ein Spaß. Aber ich glaube, die bewegt sich keinen Meter. Wir müssen die selbst hinbringen. Das wird ein Debüt. Banjos Rucksack ist ziemlich groß, müsst ihr wissen. Sehr groß sogar. Da kann man auch mal eben den Dino da verstauen. Cool, oder? Oh mein Gott, ein schwarzes Loch im Banjos Rucksack. Na gut, a little bit fantasy. Ist aber, glaube ich, im ganzen Spiel das Größte, was man in den Rucksack packen kann. An zweiter Stelle ist bestimmt Borgis Sohn. So, bring dich mal dahin. Hep. Ja, und dann, wenn wir Kesui geholt haben, können wir dann selber mitreißen. An die hohe Klippe. Genau. Und weiter? Oh, mir geht es immer noch übel. Bring mich zum Zug zum Arzt. Ja. Aber eine Sekunde. Achso, oh, jetzt wollte ich Huckepacklauf machen, aber es geht ja nicht. Ah, hier haben wir extra so eine Wolke. Das finde ich 10-mal laufen müssen. Kesui, alter Bei. Das ist schön, dass die Entwickler ein bisschen mitgedacht haben. Rare for the win. Ja, es gibt einiges noch in dieser Welt zu entdecken. Das Trampeltal fällt mir da so spontan ein. Und vieles mehr. Das Banjo. Gut, fahren wir mal zur hohen Klippe. Wo ich ja auch schon mal runtergeschubst wurde. Geht's nicht rein? Na egal. Komische Kletteranimation. Go. Damit fahren wir. Hexoland. Ja, ich finde diese Zuganimation ein bisschen lahm. Das hätte man echt schneller machen müssen. Ich will es nicht sehen, wie das ablegt und ankommt. Bitte biegen Sie links ab. Bitte wenden. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und deswegen ist hier auch die Mamba-Blätter.
Und da werden wir den Schamanen mal bezahlen. Ich glaube, mehr macht er im Hexoland doch gar nicht. Reicht es, wenn der Dino da drin bleibt? Ich weiß es gar nicht. Könnte man versuchen. Egal. Komm, wir gehen einfach mal zum Mumbo. Und wir werden schon sehen, wie es weitergeht. Das war Absicht. Das habe ich genau gesehen, das war Absicht. So, Freunde der Nacht. Ein Globo haben wir noch. Wir müssen im Territactylus-Land noch ein Globo finden. Aber wir waren ja noch nicht in der Nähe von Mumbai. In der fünften Welt. Deswegen, das stimmt schon. Das passt. So, das klicke ich jetzt endlich mal weg. Das ist ja, geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Immer derselbe Kram. Naja, gut. Nicht immer. Aber später mehr davon. Gut, kann man nur hoffen, dass das auch wirklich der Schlüssel ist, dass das die Lösung ist. Oder muss bestimmt raus, oder? Nee. Hoffen, das funktioniert. Also klappt es so. Heilung für den kranken Styracosaurus. Er heilt einfach mal die ganzen Waggon. Der Waggon wird jetzt auch niemals krank. Und er ist fit. Ja, kein Wunder, wenn es da so staubig ist, hey, würde ich auch krank werden. Bugedaka. Das dürfte alles von Mumbo gewesen sein. In der Oberwelt. Nix wie zurück. Mein Gott, was macht er die ganze Zeit? Oben. Mal ernsthaft. Es wird doch irgendwann langweilig. Wow. So, Denne. Wieder zurück. Ja, es wird ein bisschen zeitaufwendiger, diese Styracosaurus-Geschichte. Aber hey, Mission ist Mission. Yo. Terry, natürliches Land. Ja, Terrys Eier müssen wir noch finden. Wo sind die bloß? Eins weiß ich noch, zwei weiß ich noch, aber wo ist das letzte? Egal, wir hören ja die Eier immer schreien, ne? Also die Babys. Die hören wir ja irgendwie. Keine Ahnung. Muss ich dann sehen. Ja, die fünfte Welt, also schon ein bisschen schwieriger, Trennplatten, alles will gut überlegt sein. Gut, läufst du automatisch zurück? Ja gut, wenigstens. Ich fühle mich total gesund, ich werde den ganzen Tag nach Hause... Den ganzen Tag nach Hause laufen, habe ich gelesen. Den ganzen Weg nach Hause. Und ist nur noch einer übrig, der ist winzig. Aber das geht ganz locker mit dem Winzigen. Das ist eigentlich die leichteste Aufgabe. Das hier war die schwerste. Danke, dass du mein Kind geheilt hast. Das wird ihn lehren, nicht vor dem Essen seine Füße zu waschen. Oh Mann. Das war alles, oder wie? Das war der Grund. Der Grund. Brutale Killerspiele. Wohin des Wegs? Wollen wir mal Richtung Mumbo laufen? Ja, ja. Können wir mal machen. Reicht nicht. Es hätte gereicht, wenn dieser Blödmann da nicht gewesen wäre. Komm schon. Mir fallen beim Mumbo gleich drei Sachen ein, die er erledigen kann und sollte. Das werden wir erledigen. Och Leute, ich laufe zum Mumbo. Also bis zum nächsten Part und ciao.